Jetzt geht's los. Zweiter Finallauf, der entscheidende Finallauf. Über 200 Meter der weiblichen Jugend U20. Nordtribüne feuert unsere vier Athletinnen an. Mit einem Auge schauen wir natürlich immer auf die Zeit. 24:33 gilt zu toppen. Wer macht das Rennen im zweiten Finallauf? Bahn 3, Bahn 4 dicht auf. Lara Noel Steinbrecher macht's. In 24:07 inoffiziell. Und damit holt sie sich auf jeden Fall klar den deutschen Jugendhallenmeistertitel 2020.